Eine kurze Einschätzung, ich mach's mal wirklich kurz. Ramadan, sein Boxkampf, war soweit in Ordnung. Also wir haben den eigentlich gut geführt. Ja, die erste Runde hat er auf jeden Fall gehabt. Zweite Runde, also hat er ein bisschen geschlampt. Dritte Runde war auch sehr gut. Ich denke mal, wir werden das ja auch als Video haben und da kann das auch eigentlich jeder sehen, wer den Kampf gewonnen hat. Also ich war mit dem Urteil so nicht einverstanden. Gut, Ramadan hätte ein bisschen mehr trainieren müssen. Er weiß, oder wir wissen, wenn wir irgendwo hinfahren, woanders kämpfen, dann muss man es eigentlich klar machen. Wir waren eigentlich der Meinung, dass wir es gehabt haben. Also Matze genauso wie ich. Dass es eigentlich ein Geschenk gewesen ist für den Gegner. Und wir hoffen, der Ramadan will das auch, dass wir das am 28. Mai in Altenburg halt nochmal machen können. Dass der Dennis da nochmal antritt. Dann machen wir das nochmal und das Kampfgericht auch. Und ich hoffe, dass es dann auch klar ist und dass dann Ruhe ist mit den Beinen. So, der Patrick. Ja, Patrick, sein Gegner wussten wir halt auch nicht. Hat heute, glaube ich, seinen ersten Kampf gemacht im K1. Konnte man dementsprechend auch nichts drüber finden. War also auch ein kleines Überraschungsei. Patrick hat es eigentlich super gemacht. Es ist für ihn schwer, weil er nun ein Linkshänder ist, also ein Rechtsausleger, dort auch Kicks, Low-Kicks anzubringen, weil da kannst du auch mal sehen, dass er noch tief kommt. Soll nicht passieren, ist ihm aber passiert. Der letzte, wo er dann den Punkt abgekriegt hat, ja, da hat er ein Knie gebracht, der Gegner ist auch reingesprungen, das war so ein bisschen, sage ich mal, auch eigene Schuld. Aber durch den Punktabzug war uns halt klar, er muss das Ding klar machen. Und das hat er dann auch gemacht. Ich habe ihm dann auch die Anweisung gegeben, mehr zu boxen, statt zu kicken. Und er hat es dann auch mit den Fäusten eigentlich geklärt. Der Martin Rechner hatte ein richtig schweres Ding. Ja, in meinen Augen mit der schwerste Kampf heute von unseren Leuten. Wusste man auch nichts über den Gegner, hat auch schon mehrere Kämpfe weg. War bilanztechnisch stand er besser da als Martin. Und wir wussten, dass wir es auch mit der Physis machen müssen, mit der Härte. Weil Martin hatte auch Trainingsrückstand, der hat anderthalb Jahre überhaupt nicht im Ring gestanden. Hut ab und dann so einen starken Gegner zu boxen gleich. Sau stark. Also hat es auch super gemacht nach dem ersten Niederschlag. Ich kenne ja die Jungs, sehe ich das denn auch in Augen, dass sie dann auch gleich wieder ran wollen. Habe ich ihn sofort gebremst, weil auch das ist sau gefährlich. Ja, der geht dann rein, will da reinknüppeln und läuft in die nächste Gerade rein. Das funktioniert nicht. Nee, hat sich super rausgenommen, hat es bis in die zweite Runde gehen lassen. Fanden wir auch ganz stark. Hat super gehört, war wie PlayStation-Spielen mal wieder mit Martin. Und hat ihn dann noch runtergeholt. Das hat dann noch gepasst. Das war dann noch okay. Also es ist eine eindeutige Sache, so ein K.O. So, zur Kim. Ja, also Kim, die war immer auf Klassenfahrt. Die haben wir erstmal am Freitag von der Klassenfahrt geholt. Ja, also kam sie dann zum Training, hatte ein bisschen Erwärmung, drei Runden Tatzen. Das war so ihre Vorbereitung. Sehr kurzfristig eingesprungen in den Kampf. Ja, das muss ich mir nochmal angucken auf dem Video. Mal gucken, wie die Kicks gewertet wurden. Sicherlich auch beeindruckend für die Punktrichter, wenn dann aus der Ringecke immer hey und ho geschrien wird. Also ich persönlich, also ich habe das auf mehreren Veranstaltungen schon gesehen, auch von anderen Trainern, mir geht es auf den Sack, weil da wird auch hey und ho geschrien, obwohl da nichts ist und da gerade kein Treffer war. Ja. Und manche Punktrichter lässt sich da vielleicht auch von beeindrucken, meine Meinung. Ja, wenn Kim halt dran war, weil sie boxerisch halt die Stärkere war, hat sie auch durch den Ring getrieben, das hat jeder gesehen. Ja, die erste Runde, sag ich mal, war nicht so, aber dann ist er halt aufgeblüht. Also ich sag mal, das Unentschieden, das war eigentlich ein Geschenk. War wirklich ein Geschenk. Anders kann man das nicht sagen. Auch das würde ich gerne nochmal machen, mit einer Vorbereitungszeit, sag ich mal, von 4 bis 6 Wochen, denke ich mal. Gibt es dann auch ja keine Frage mehr, weil er halt hier aus dem Ring steigt. Also das ist für mich völlig klar. Ja, ich war mal abgesehen von manchen Ergebnissen, mit den Leistungen war ich soweit zufrieden. So weit. Also bei Rami, das ist eben, Ramadan war sehr schlampig beim Training. Das muss man wirklich sagen. Ja, der hat nur eine neue Arbeit angefangen, eine neue Ausbildung, hatte auch Schichten. Und ich weiß ja auch nicht, der war eine Vorbereitung, zweimal, dreimal der Woche da gewesen. Und das für 14 Tage. Und das sollte dann eine Vorbereitung sein. Er hat ja auch, ist ja auch mit Übergewicht hergekommen. Das muss man noch dazu sagen, als Plus für den Gegner. Ja. Also das war eigentlich 3 Kilo drüber. Aber auch das wird er hinkriegen müssen zum nächsten Mal. Und dann klappt das.